dass du als Fußballprofi auch noch Zeit hast für einen kleinen Badeausflug. Ja, gerne. Ich sehe hier wunderschöne Ambiente und auf so eine Partie freue ich mich auch mal im Privat zu kommen. Wir haben ein klares Ziel, wenn wir dieses Jahr wieder die Liga halten, sind alle zufrieden. Klar, es ist schön, wenn man so landet wie dieses Jahr. Würfeltausche. Ihr habt gewonnen gegen Ingolstadt, 2:1, richtig guter Auftakt. Was müsst ihr jetzt trotzdem noch besser machen am Freitagabend gegen Paderborn? Ich denke, mit Paderborn kommt ein guter Aufsteiger auf uns zu. Wir dürfen sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Im Spiel gegen Ingolstadt sind wir nicht so gut ins Spiel gekommen. Die ersten 30 Minuten können wir nicht zufrieden sein. Das haben wir zum Glück dann geändert, angesprochen. Ja, und dann auch gut umgesetzt. Und ich denke, dass wir da in Paderborn einfach besser ins Spiel starten müssen. Okay. Also grundsätzlich habe ich noch keinen Plan, was danach ist. Ich möchte so lange natürlich spielen, wie es körperlich geht. Und dann wird man sehen. Ich mache nebenbei noch ein Studium als im Sportmanagementbereich. Das läuft zwar nicht gerade so optimal, aber ich genieße jetzt die Zeit, dass ich zweite Liga spielen darf. Und was danach kommt, wird man sehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, im fußballerischen Bereich weiterzumachen, sei es Trainer oder es gibt ja viele unterschiedliche Funktionen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist so ein bisschen in den Gastronomiebereich reinzugehen, weil meine Eltern oder meine Mama macht das so ein bisschen so und das gefällt mir sehr gut. Zu 100% verlassen kannst du dich ja auf deinen Partner im defensiven Mittelfeld, sag ich jetzt mal, Andi Geipel. Was macht ihn als Spieler aus? Welche Beziehung hast du auch zu ihm? Weil ich kann mir vorstellen, man rackert da zu zweit immer fürs Team. Da muss doch eine ganz besondere Beziehung entstehen. Ja, ich und Andi verstehen uns nicht nur auf dem Platz super, auch neben Platz sind wir gute Freunde. Ja, sag ich mal, geworden. Anfangszeit, als ich zum Jan kam, hat er sich schwer verletzt oder war er verletzt. Da hatte ich nicht so viel Kontakt mit ihm. Aber ich denke, als er dann zurückkam, ist da eine sehr gute Freundschaft entstanden. Und ich würde sagen, dass wir uns sehr gut ergänzen, auf dem Platz und auch neben Platz. Jetzt gehen wir mal 15 Jahre in die Zukunft. Du hast ein eigenes Wirtshaus. Andi Geipel kommt zum Essen. Was wirst du ihm servieren? Ja, zuerst wird er von mir eine halbe bekommen. Und dann wird er, was isst er denn gerne? Ja, ein Haxen mit Knödel, keine Ahnung. War knapp, wie eigentlich jedes Spiel beim Jahren bis jetzt, ne? In der letzten Saison und auch wieder in dieser Saison. Ich würde auch sagen, solange wir die Spiele zu unseren Gunsten ziehen können, kann es knapp bleiben. Aber wie sagt man so schön? Generalprobe, wenn die schief geht, wie jetzt bei deinen Roten, dann geht es bestimmt am Freitagabend gut und da klappt bestimmt alles und ich wünsche dir viel Erfolg. Danke.